Bum. So, dann schauen wir mal hier, dass wir hier mal. Wo ist der Penner schon wieder? Nutzloser Typ. Na ja, gut. Ich hätte vielleicht vorher fragen sollen, wer noch da ist. Aber ist auch egal, wir gehen hier jetzt auf den 36. Ich gehe davon aus, dass das nächste irgendwo beim 48. oder so ist. Und wir rennen jetzt einfach die Stockwerke hoch. So, dass wir vom nächsten Mittelend irgendwas. Ach ja, wir können ja hier mal gucken. Nee, machen wir später. So. Treppe. Da hinten haben wir schon alles abgesammelt, also gehen wir jetzt das Treppchen hoch. Also Treppchen. Few enemies in that area. Das ist schön. Wenige Feinde sind gut. Nein! Nein! Ich dachte, der trifft mich nicht, aber okay. Bist du jetzt fertig? Ja, schön. Also die sind gar. Moment. Was haben wir denn hier überhaupt? Versuchen wir mal Bufo. Knallert daneben. Au, au, das könnte gerade ein bisschen knapp werden. Nein, ich glaube nicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, halt den Standby. Manchmal denken die echt mit. So. Ah ja, nervt nicht. Persona-Status. Ah, wechseln wir auf den. Der hat sie, jo. So, haben wir den mal. So, den nächsten auch direkt mal versiegeln. So, da muss ich jetzt leider auch Sio verwenden, weil sonst. Sonst gibt es keine All-Out-Attack. Ja, kommt, haut. Schön. Ja, mach ich. Oh, ich hätte gerne die Waffe. Kishido Blade. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Also, es ist eine Waffe, das weiß ich auch. Ah, aber eine schwächere. Okay, was ist das Ding hier? Aha, für ihn. So, und rauf da. There are few enemies there as well. Hallo, hör auf dich zu drehen, blöde Kamera, bitte. Danke. Ich mache das jetzt hier einfach mit den Schultertasten, weil irgendwie scheint ihr da ein bisschen rumzuspacken. There are few enemies there as well. Okay, ich könnte sogar. Na, ich will nicht zu schnell hier urteilen. Ich schaue jetzt mal, was da hinten ist. Nee, nee, danke. Tschüss. Ja, verfolge uns nur. Wir sind schneller als du. Also theoretisch. So. Ich habe mir den Schatz da drum jetzt mal gespart. Ah, sehr schön. It's a dead end. Good work, return to the entrance. Aha. So, das zweite alte Dokument. Ich habe es mir schon fast gedacht vorhin, weil da überall so wenige Gegner waren, dass wir hier schon wieder kurz vor Ultimo sind. Ja, finde ich gut.
Sehr gut sogar. So, gerade mal was zu essen im Mund geschoben. Dann schauen wir mal, was Elizabeth hier zu sagen hat. You seem to have completed a request. Just a moment while I check. This must be a fancy... Ja? Fencers wore white uniforms so that blood from struck blows would be more visible. Along similar lines. Do you know with why my clothes are blue? I will give you four choices. One, I look attractive in blue. Two, I look presentable in blue. Three, why not? Four, other. I will ask my master for the true answer. Ich hätte drei genommen, warum nicht? Please accept your reward. Protection Sutra, okay. Ich glaube... Lead Metal. Ich weiß gar nicht, kann mein Jack Frost dir... Ich nehme einfach mal alle an. Zur Not laufen sie halt aus. Und... Ach, drei nur... Hicks, nur drei auf einmal, okay. Aber was habe ich jetzt schon wieder? Ach so, das zweite alte Dokument. Ja. Please accept your reward. 5 Millionen Euro. Ach, schade. Ah, sehr schön. May change dramatically when, so why not try it on? I have heard that a similar type of armor exists for men. The chivalry shirt. Why not try finding it as well? High-cut armor. Ich möchte gerne wissen, was das ist. Schauen wir gleich mal. So... Du bist eine gute Dame. Let's go. Ja, ja, check status. Camo Shirt. Armor that looks like a bikini. Komm. Ja, bisschen Fanservice. You want me to put this on? Are you out of your mind? Fine. But don't you dare make any comments. If my friends find out about this. Ich mache Fotos. Lass mich. Ich gehe jetzt hier einfach mal irgendwo hin. Zum Beispiel auf den 5. Floor. Und dann schauen wir mal, ob wir da direkt was sehen. Wenn man das schon hat, muss man das natürlich auch direkt zeigen. Ach stimmt, hier sind ja keine Gegner. Doof. Hallo, wo geht's hier weiter? Da sieht man auch direkt. Bitte. So. Alter Falter, was ist das denn für ein Domina-Outfit? Gott, das müsste man ja fast zensieren. Naja gut, es steht dir auf jeden Fall. Gut, gehen wir zurück. Haben wir das auch geklärt? Haben wir geklärt. Der guten Yukari stehen Domina-Outfits. So. Danke, dass du das mitgemacht hast. So. Auch wenn du es nicht mehr heiraten kannst. Return to the dorm. You decide to stop and return to the dorm. I think I'm gonna return to the dorm. What is a dorm? A dorm is a dorm where you can return to. Was? Naja. So, 27. Early morning, after school. So, a class has ended for today. Schauen wir mal. Die ist nicht da, aber Yuko, na? Hey, Nigo-kun, I was wondering what I should do since there's no practice today. Zwinker, zwinker.
Sie ist ein Mastermind darin, Sachen anzubieten, ohne sie auszusprechen. Strip Mall, Takoyaki Stand, Octopia. You spend some time with Yuko, the bond between you seems to be growing stronger. Okay, also wir sind in der Zwischenstufe. Hi. Ah, das war's. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. His assist, the team pulled through. In seasonal news, the tourism industry in Okinawa is gearing up for another year. Though the weather is colder this year, many tourists are still enjoying the early island summer. Okay. Ach, guck mal, der Ikutsuki-chan. I'm a little disappointed about Fukakun as well. It is quite difficult to find someone who has the potential. Would you feel more assured if you had more team members? Huh? Thankfully, Akihiko-kun has rejoined the team. Der war ja auch vorher dabei, aber jetzt kann er auch noch kämpfen. That's too bad. Her name is Fuka Yamakishi, right? It would be nice if a girl who's in the same grade as me joined. Was war denn nochmal mit der? Ich hab voll nichts mitbekommen. Dude, my persona is getting stronger. It's really good at physical attacks. But its skills don't really change that much. Is that why my grades are so low? Hey, I didn't know you had skills too. Haha, I was just joking. Now I'm depressed. Doof für dich. So, was mit dir? Other than electricity skills, it seems like my persona can only learn status-lowering skills. Status-lowering skills are very useful. Power isn't the only thing that wins battles. I can't believe my persona is actually teaching me something. Ja, nur leider gibt's beim Boxen keine status-lowering skills. Es sei denn, man bindet irgendwie dem Gegner den Schnürsenkel zusammen oder so. Und ich glaube, das wäre unfair. Oder man bindet ihm einfach die Boxhandschuhe an, dann das wäre noch besser. Obwohl, dann könnte er immer noch hauen. Na egal. Oder den linken Boxhandschuh ans rechte Bein. So, ich drehe mich. Ne, wir gehen hier hoch zum Belt It Out Karaoke. Karaoke ist immer eine gute Entscheidung. You sang for hours and hours and hours. Your courage has increased. It's getting late. Ja, und tschüss. There's a box in the room. It's the thing you bought from the TV show. Obtained all-purpose apron. Obtained to diet food. Ach, Kazushi. Ja, ich hab Zeit. You wanna do something next Sunday? Ja, nehmen wir mal an. Wenn jemand anderes anruft, können wir immer noch absagen. Ich glaube, es kommt nicht gut an, aber das ist mir egal. Ich habe gerade gegen meinen Tisch getreten, falls man das gehört hat. Und es hat weh getan. Naja, nicht wirklich. Okay, your condition is now? Nein. Die Condition ist immer noch gleich. Ach, guck mal, Junpei schon wieder. Mit deinem Rucksack, weißt du? Sup, dude. So what do you think? About what? About Fuka Yamagishi, of course. I haven't given up hope that she'll join our team. Dude, her face looks so familiar. She does look kind of weak, but it only makes me want to protect her, you know? Entweder habe ich irgendwas aus den letzten Folgen vergessen oder ich habe irgendwas hier sowas von nicht mitbekommen. Aber okay. Und da ist sie wieder. Na? Ja? Kommen wir jetzt durch, weil die erzählt erstmal immer das Gleiche, glaube ich. Die ist nervös, weil ich so gut aussehe.
Das Praktische an Chihiro und Yuko ist, dass die, ich glaube, an verschiedenen Tagen jeweils frei sind. I'm Edugawa, in charge of integrative learning. In this class I'll ease all your worries. It's psychotherapy through magic. Alright, everyone, be very, very quiet. No talking, silence. Were you surprised to hear me bring up magic? It's a recent proposal, so it's not well known yet. Here it is. Those who believe will be saved. Study hard, and I can beat your weak minds into shape. Now then, let's get on with our first lecture on the basics of magic. Who can use magic and who cannot? That'll be our starting point. Some of you might think that magic lets you do absolutely anything. Pulling pranks on people, hurting your enemies. If that's what you think, then you'll never learn magic. Never! It's true of both Eastern and Western sorcery. Those with wicked hearts will either be powerless or be driven to ruin. There's one more thing that can't be forgotten when learning magic. That is, a master. You should aspire to become as good as your predecessor. Oh, Vorgänger. Especially if you're studying difficult magic. If you don't have a master, learning the black arts will be impossible. Und was mit den weißen Künsten? Die gibt es nicht. Oh. When you begin your training, you'll have to live in two worlds at once. The real world and the dark realm. If you can't distinguish between the two, you're headed for certain disaster. That's why the presence of a master is of the utmost importance. With that in mind, I'll move on to meditation, a standard practice in magical training. I've got some handouts for you. You feel tired, ja, allerdings. Close your eyes and komm, wir bleiben wach, weil es witzig ist. Now then, it looks like it's time. If you're interested in the subject, try meditating before going to bed. Slowly recall the events of the day. It's like traveling back through time. If you can't do that flawlessly, you may just become a good magician. That's all for today. You stayed up and listened to the lecture. Yay! Mehr Akademiks, mehr Akademiks. Give to Akademiks, please. Ja, ich gehe zu Shiro. Tschüss! Auch wenn er immer lecker mit mir essen geht. Ich muss selber zahlen. Insofern. Na, Chihiro? Jetzt bin ich rechts von dir. Jetzt bin ich links von dir. Ich bin ein Ninja. Naja. Ja, ein bisschen Begleitung ist immer nett. Und du bist ja auch eine Butzige, ne? Kutschi, kutschi, kuh. Ich habe übersprungen. Ich will irgendwelche Hilfe. Glaube ich. Ah. Ich dachte, die sagt jetzt nur ihren Standardsatz, tut's aber nicht. You help Chihiro with her homework. Ach stimmt, die ist eine Klasse unter mir. A treasurer who's no good at math. I was chosen for this job without my consent. I never asked to be treasurer. But if I didn't join student council, I would have never met you, right? Shut up, you're distracting us. I'm sorry. If you're gonna flirt with each other, do it outside. Ich hau dir gleich eine blöde Kuh! I'm bored, my hand hurts from holding this pencil. But if you give me a kiss, I'll be able to study another 30 minutes. Ey, wollt ihr einen Roundhouse-Kick? Wollt ihr einen Roundhouse-Kick? Hey, not so loud. Come on, give me a kiss, please. So annoying, allerdings. Okay, fein. Tschüss, wir gehen raus. They're gonna kiss? Where do they think they are? Also, es gibt einmal How Rude. Und werden sie sich küssen? Und wohin sind sie gegangen? Ich möchte bitte zuschauen.
How rude. That's right, Nico-san, I agree. Chihiro seems happy. This is supposed to be a place of learning, and they're still just kids. Nicht so wie wir, wir sind schon voll erwachsen, wir sind bestimmt schon 16. I say this as a member of student council. That kind of behavior should not be tolerated at school. Der Typ in rechts sieht aus, als wäre gerade auf einer Beerdigung. Let's discuss this in our next meeting. Oh Gott, so eine laufende Bombe ist sie ja. You don't like kissing? Das frage ich jetzt einfach so, ist mir egal. Anyway, that's not what I meant. Schade, ich hätte auf eine Antwort gewartet. Gehofft. I'm just trying to say that there's a time and a place for everything. Chihiro seems agitated. So, und da sitzt sie wieder. Oh no, I shouldn't be talking so loud in the library. I don't care if they stare at me, but what about you? I don't want you to get picked on too, Nico-san. Chihiro seems to be worried about you. Your relationship is stronger now! Justice will fall upon you! You're going to die a miserable death in the gutters of the town. Ich schätze hier gerade nur irgendeinen Mist. Your power to go blub blub blub. Okay, Level 3 was jetzt, ja? Ja, sehr schön. It seems like you are becoming an important senpai to Chihiro. Your relationship is becoming more intimate. Wir haben schon über Küssen geredet. Aber sie hat mir keine Antwort gegeben. The school day is about to end. I'll be here a while longer, so there's no need to wait for me. You said... Du musst nicht auf mich warten. Okay, tschüss. Gefällt mir. Abend. Danke. That's strange. The number of victims seems to be on the rise again. Apparently the decline was only temporary. Huh? Does that mean... No matter how many shadows we defeat, more will just keep coming? If that's the case, then what's the point of fighting? If we do nothing, then everyone will eventually join the last. Our efforts have prevented the crisis from escalating. I guess you're right. You know, it's kinda creepy when you think about it. If we couldn't use our personas, then the whole city would be crawling with zombies. Zombies. Das mag sein. Oh, guck mal noch schnell Fernsehen. A 40-year-old man was sent to the hospital last night. According to his doctors, he was a victim of apathy syndrome. So, ich denke, dann mache ich für diesmal auch schon wieder Schluss. Allein deswegen, weil... Ups, ich möchte hier speichern, bitte. Weil so ein bisschen Husten sich bei mir anbahnt. So, save mal noch kurz. Und ich deswegen immer nur relativ kurze Aufnahme-Sessions mache. Von Zeit mal ganz zu schenken. So, ich sag da mal, bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich wird hier gleich ein kleiner Schnitt kommen. Ich weiß noch nicht. Vielleicht auch nicht. Bis dann. Tschüss.